Ich hätte gerne eine Rhabarberschorle und ein Tomaten-Mozzarella-Sandwich, bitte. Hattest du als Kind besondere Reiseziele mit deiner Familie? Wir sind im Urlaub oft nach Holland gefahren, im Sommerurlaub, und sind da mit dem Auto bzw. mit dem Bulli damals von meinem Vater gefahren. Ich hinten auf dem Rücksitz bzw. auf so einer Liege, und zwar als Kind kam mir das ultra lang vor. Ich glaube, es sind eigentlich nur so 6-7 Stunden, aber es kam mir vor wie 3 Tage. Dein Go-To-Snack beim Reisen? Snacks. Meine Mutter hat immer die Sandwiches gemacht. Es gab auf jeden Fall keine Snacks, die einem schmecken. Also das, was so andere Kinder so wollen und kriegen, Chips, Lutscher und sowas, gab es auf keinen Fall. Aber es gab leckere, selbstgemachte Sandwiches. Und mein kleiner Bruder und ich waren immer hinten. Wir hatten auch so eine, ich glaube, heute darf man das gar nicht mehr. Man konnte hinten irgendwie was umklappen und dann hatte man da so ein Bett, quasi da, wo der Kofferraum ist. Da haben wir immer gespielt und gechillt und so. Mit welchen Spielen kann man sich die Zeit bei langen Fahrten vertreiben? Wir haben Automarken gespielt. Also jeder hat sich eine Automarke ausgesucht und dann haben wir halt gezählt, welche Autos an uns vorbeigefahren sind und wer gewonnen hat. Ich glaube, VW war immer sehr gut im Kurs. Was ist deine Lieblingsduftbaumsorte? Also zu der damaligen Zeit hat Duftbaum überhaupt gar keine Rolle gespielt. Irgendwann dann später mal. Und da war der beste Duftbaum einfach der, der wirklich alle anderen Gerüche neutralisieren konnte. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber der Geruch ist zweitrangig. Hauptsache, er macht, was er soll. In welchem Alter hast du dein erstes Auto gekauft? Ich habe einen gebrauchten Chrysler, so einen kleinen, was ist das, so wie so eine Art SUV oder sowas, damals gekauft. Ich glaube, ich war 21, 22 vielleicht. Ich habe ihn aber total schnell zu Schrott gefahren. Hat, glaube ich, 2 Monate gehalten oder so. Damals hatte schon meine Rap-Karriere begonnen und ich hatte ein eigenes Label mit einem Kollegen und das war sozusagen fast wie unser Firmenwagen, wenn man so will. Also wir sind damit auch durch die Stadt gefahren und haben quasi aus dem Van heraus dann auch CDs verkauft, die Musik laut gepumpt, an irgendeiner Straßenecke angehalten und die Leute davon überzeugt, dass wir die geilste Crew sind. Sammelst du eher Strafzettel oder wirst du mehr geblitzt? Also ja, ich habe mittlerweile keinen Führerschein mehr. Jetzt schon über ein Jahrzehnt. Tatsächlich wurde mir damals weggenommen für BTM. Genau, und seitdem ist er nicht mehr zurückgekommen, weil es gar nicht so einfach ist, eine MPU zu machen bei BTM. Was ist dein Lieblingsort und welches Reiseziel steht noch auf deiner Bucketlist? Südfrankreich, Atlantikküste finde ich wunderschön. Da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen zu leben. Ansonsten, wo möchte ich gerne hin? Südamerika. Ich glaube, so ziemlich jedes Land in Südamerika finde ich spannend. War ich noch nie. Würdest du lieber mit Teddy, Antoine, Percy oder Ernst Riedler mit im Auto reisen? Alles mit sehr viel Risiko. Ich würde wahrscheinlich lieber der Fahrer sein. Dann habe ich wenigstens das Lenkrad unter Kontrolle. Und ich würde natürlich Antoine mitnehmen. Für die Motivation. Antoine ist einfach, der motiviert mich. Ja. Yeah. Mm-hmm.